Freitagabend, Stadion Kleinholz in Olten. Benoit Pont auf dem Weg ins Trainerbüro. Seit 10 Jahren ist der ehemalige Profispieler Videocoach beim Schweizer Nationalteam. Ein Job mit vielfältigem Aufgabengebiet. Ich bin mehr für Bearbeitung von Clips, von Videomaterial. Und ich probiere so viel wie möglich den Headcoach, Assistant Coach zu helfen. Wir arbeiten als Staff zusammen. Wir vorbereiten zuerst unsere Mannschaft für das Spiel und nachher wir analysieren den Gegner und wir probieren unsere Stärke einzusetzen im Spiel, je nachdem, was der Gegner macht. So, wir machen viel Scouting, wir besprechen viel als Coaching-Staff, wie wir können unsere Mannschaft besser machen. Nach einer ersten Trainersitzung geht's zusammen mit dem Goalie-Trainer Thomas Bäumle hinauf auf die Tribüne. Auch ein Videocoach muss sich vorbereiten. Und vor allem zuerst einen guten Platz auswählen. Denn der Weg zurück ins Trainerbüro in der Pause ist sehr wichtig. Ja, das ist eben schwierig, weil normalerweise ist es Full House. Und muss ein bisschen den Weg finden und schneller absäckeln. Es folgt das Installieren und Testen der Technik. Als Videocoach braucht Benoit Pont vor allem einen Laptop mit spezieller Schnittsoftware. Und die Brille. Die Brille ist wichtig, wenn du älter wirst. Und auch wichtig, ein Kabel für die Übertragung der Live-TV-Bilder. Selber filmen, das war einmal. Ein moderner Videocoach braucht heutzutage eine schnelle Auffassungsgabe für die wichtigen Szenen. Wir schneiden das Spiel, dass wir irgendeine Szene brauchen. Aber auch wenn wir etwas speziell sehen, wir können das melden. Unten oder während der Pause. Genauer anschauen nach dem Spiel, dass alles vorbereitet ist schon. Unten melden heißt, dass die oben per Funk und Knopf im Ohr mit der Trainerbank verbunden sind, um strittige Spielszenen, die sie im Video sehen, zu melden. Ja, ich höre, ja, super. Also, guter Match. He? Nach 2-stündiger Vorbereitung endlich der Anpfiff. Pro Spiel markiert sich Benoit Pont rund 700 Szenen, die er im System speichert. So richtig stressig wird's bei einem Gegentor, wenn er mittels Videostudium in nicht weniger als 30 Sekunden entscheiden muss, ob es regelkonform war oder nicht. Good job. Locking the middle. Great. Ah, fuck. Beim 1:0 für Deutschland ist alles korrekt. Es braucht keinen Funkspruch hinunter zur Trainerbank. Stress pur, dann 1 Minute vor Drittelsende. Ausstecken, aufbrechen, um aufzuarbeiten. Benoit Pont darf keine Zeit verlieren und rennt zurück ins Trainerbüro. Stellt die wichtigsten Szenen zusammen und präsentiert sie kurz darauf dem Trainerstaff. Für Headcoach Patrick Fischer ist Benoit Pont ein unverzichtbarer Wert im Team. Er ist ein Videocoach, aber auch für mich eine wichtige Person, weil er schafft das sehr. Sagen wir mal, stark mit der Typologie der Spieler. Er kennt Stärken und Schwächen der Spieler und kann mir das auch eigentlich weitergeben. Von dem her ist er mehr als ein Videocoach. Das zweite und dritte Drittel verlaufen torlos und ruhig. Viel geredet wird während des Spiels sowieso nicht. Die Schweiz gewinnt nach Penaltyschießen. Feierabend für die Spieler. Freude bei Benoit Pont. Jedes Spiel ist wichtig. Wir spielen immer für Gewinnen. Und das ist schön, dass wir zweimal nacheinander gewinnen könnten, auch mit der jüngeren Truppe. Wir sehen, die Zukunft ist breit und Gewinnen ist immer ein schönes Gefühl. Und wenn Sie sich umdrehen, ist glaube ich, noch das schönste Kompliment vom Coach selber. Thank you, Fischi!